Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim Rennen in Österreich angekommen beim 12., wenn ich mich da jetzt nicht irre. Und ja, wieder schönes Deutsch, weiß. Ja, weiß ich nicht so ganz, was ich sagen soll. Beim letzten Mal sind wir Zweiter geworden. Unser Teammate hat gewonnen. Mit schnellste Runde. Das war eine komplette dominante Vorstellung von ihm. Echt stark. Also ich denke, es ist kein Geheimnis, dass er bei uns auf jeden Fall in der zweiten Saisonhälfte bleiben wird, wenn, darauf kommt es an, wenn er selbst will. Wenn wir ihm erstens genug bieten, beziehungsweise wenn er auch schon mit sich verhandeln lässt. Natürlich erst nur dann bleibt er bei uns. Also ich würde ihn haben wollen, also ja, aber er muss es auch selbst wollen. Aber ich denke, nach diesem Sieg in Silverstone ausgerechnet noch bei seinem Heimrennen, allgemein hat er schon drei Siege, hat ein bisschen Pech gehabt, ja, aber er ist Zweiter in der WM. Er kann um den Titel mitfahren, ist nur für, in Anführungszeichen nur 50 Punkte hinter mir, dafür, dass er auch noch viel Pech hatte. Und bei mir kann nur noch der Defektteufel zuschlagen, natürlich. Ich meine, die Motorschäden sind an. Das kann immer passieren, so ein Motorschaden. Wir hatten ja erst auch schon in Silverstone ein Problem. Da war es nur ein kleines, ein ERS-Problem. Eine ERS-Fehlfunktion. Das war natürlich nichts Tragisches, aber es kann auch mal was Tragisches mit dem Motorschaden sein, natürlich. Weiß man nicht. Okay, und ich würde sagen, ja, die Konzentration ist überhaupt gestiegen durch das Rennen. Ah, 66, ich weiß es nicht. Kann sein. Na, ich tue ihm trotzdem mal. Obwohl, man könnte oh jetzt für den Antrieb, ne? Ach, wisst ihr was? Ich tue für mein Teamkollegen was und auch Fahreranerkennung. Dann so haben wir die Tage auch schon voll. Ja, da tue ich noch nichts zu machen. Da werde ich nur warten, bis wir Russell oder bis halt unser Teamkollege dran ist. Und dann werde ich das wieder upgraden. Wie viel kostet der überhaupt? 11 Millionen oder so, ne? Ja, es würde, also ich hoffe mal, dass das, ja doch, das, also reichen wird es das Geld, also daran ist kein Zweifel. Die Gasly kostet 15 Millionen. Wenn Russell nicht wollen würde, oder, ja, also klar, könnte man auch Gasly in die Alternative ziehen. Also ich denke schon, dass wir bis nach dem Österreich-Rennen durchaus die 15 Millionen haben werden. Gehe ich davon aus. Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich schon Gasly wieder auf dem Zettel habe. Aber wenn schon erst für nächste Saison oder für ganz am Ende irgendwann mal. Mal sehen. Oder ja. Oder halt auch so ein Leclerc im Ferrari, wo na gut, die Konzentration, die kann man eh in die Tonne kloppen. Die ist eh der größte Rotz, den es gibt. Aber wenn man sagen muss, was hat eine ganz akzeptable. Aber ich meine, mal überlegen, wer führt die WM gerade an? Ja gut, wir, klar. Wer ist Dritter? Sainz ist Dritter. Ja, Sainz, Verstappen, Leclerc. Sage ich mal so. Sainz, Leclerc, Verstappen. Und was haben wir denn bei Sainz für eine Konzentration? Oder bei Leclerc erstmal. Der hat eine 28er. Der Sainz hat eine 47er. Gut, das ist noch. Naja, okay, eigentlich ohne. Und Verstappen hat eine 38er. Also eine ganz niedrige auch. Und die sind auf den Plätzen 3, 4 und 5. Und haben. Verstappen hat zum Beispiel von zwei Rennen gewonnen. Mit schnellste Runde. Einmal Zweiter, einmal Dritter. Gut, dreimal DNS hintereinander. Aber eins war auch selbst verschuldet in Kanada mit dieser World of Champions Kontakt. Aber ja, die Konzentration halt. Okay, das war's von. Obwohl, war's das von? Nee, wir können hier noch ein Upgrade machen. Bei der. Ah, nee. Ah, nee, 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 nee. Da habe ich erstmal gesagt, lassen wir erstmal wegen Reglementänderung. Die kommen nur noch an. Eins soll sogar ankommen hier beim Verbrennungsmotor Strapazierfähigkeitstest. Wenn das ankommt, also ich hoffe, es kommt dann. Also das wären dann 2000 ungefähr Ressourcenpunkten in den Wind geschossen. Aber wie sieht die Strapazierfähigkeit bei den Einrichtungen aus? Ja, Qualitätskontrolle, ne? Die ist halt jetzt nicht so hoch. Also nur auf Stufe 1 sozusagen. Also das kann schon fehlschlagen bei der Strapazierfähigkeit. Also deutlich mehr als bei den anderen drei Dingern. Also es wäre jetzt nicht tragisch, das hat nichts mit der Performance zu tun, aber es wäre trotzdem schade. Wären halt ein paar Ressourcenpunkte aus im Wind geschossen. Ja. Und das kommt natürlich nicht an. Das habe ich gemeint. Wie viel wird es nochmal kosten zu reparieren? Ja, 700 irgendwas. Das hat erstmal keine Eile. Ich will erstmal wirklich abwarten. Okay, tun wir noch. Ja, ist bitter. Da.
Aber ich sag so, es sind ja noch zwei in Arbeit. Vielleicht kommen die ja an. Im besten Fall. Oh, so. Ja, nicht ganz trocken. Ja, stimmt. Wir haben ja den Sprint wieder. Habe ich nur Sprint und Rennen geguckt. Also in dem Fall habe ich gedacht, Qualifying. Aber das Qualifying soll wirklich regnen. Und ich würde sagen, weil wir die Ressourcenpunkte brauchen, werde ich auch die Trainings spielen. Zumindest die zwei. Vor allem die Ressourcenpunkte abspielen. Dass wir die dann vollständig haben. So, ja. Jetzt lass das mal. Beim letzten Mal hat es ja sogar mit diesen etwas niedrigeren geklappt, ne? Das erreiche ich Platz 1. Das ist eigentlich machbar mit dem Auto. Und hier beim Simulieren der Trainings auch. Oder des Trainings eigentlich. Okay. Bitte klappt's. Ja. Dann fehlen uns jetzt nur noch das eine. Und das können wir sogar noch machen, wenn das gut geht. Tut es! Wow, wie viel Glück haben wir denn aktuell? Also, wir haben doch schon mal Glück. Also, wir hatten doch schon mal Dinger, wo nichts geklappt hat. Aber jetzt haben wir immer sehr viel Glück damit. Sogar bei diesen ganz niedrigen hat es schon mal geklappt. Bisher, beim letzten Mal. Und jetzt oben nur 50%. Damit müssen wir aber das zweite Training gerne mal machen. Wir haben jetzt alle Ressourcenpunkte, die man haben möchte oder kann. Oder will. So, und jetzt zum Qualify. Mit etwas Regen, das kann natürlich auch interessant sein. Aber erstmal gucken wir nochmal die Komponenten. Ja, die. Ach ja, das haben wir erst eingebaut bei 24% von. Wir haben es dort. Also, jetzt warten wir noch ein bisschen gebraucht mit 9%. Okay, dann ist es doch gar nicht so schlimm. Ja, das Getriebe ist sehr gut. Das ist auch noch gut. Gut. Kann man noch lassen, denke ich. Ja, müssen wir sogar auch, weil das hat nur. Wir haben da nur noch ein weiteres. Die beiden halt, ne? Aber wisst ihr was? Da, okay, kein Bock ist damit, Probleme zu kriegen, irgendwie, dass wir Leistungsverlust erleben oder so. Motorschäden können immer kommen, auch wenn man frische Komponenten hat, das ist klar. Aber Leistungsverlust hat, dann möchte ich jetzt nicht unbedingt darauf, dass das passiert. Dann können wir die tauschen. Das sind im Grunde nur das ein bisschen alt. Und das andere ist eigentlich schon noch ziemlich neu, auch das muss man sagen. Die Steuerelektronik ist irgendwie das, was es am wenigsten abnutzt. Weil nach von die Hälfte der Saison haben wir erst 24% beim ersten. Das ist echt crazy, echt krass. Aber gut, gehen wir zum Qualifying. Bin ich da jetzt so hingegangen? Fachweise. Oh ja, und es fängt sogar schon an zu regnen. Alles klar, wir wissen ja, was in Silverstone für war. Da hat es ja auch geregnet. Da haben wir uns auch ganz gut geschlagen mit Platz 2. Aber gegen Russell ging ja gar nichts. Also, mal sehen, wie es jetzt hier wird. Aber es soll ja wahrscheinlich nicht mal ganz regnen, oder? Obwohl, ich hätte das mal auf den Wetterbericht gucken sollen. Ob es überhaupt noch vor, am Ende dieser Session noch trocken wird. Da macht dieser One ja jetzt eigentlich gar keinen Sinn, wenn das so wäre. Aber so mal ein bisschen einschießen halt. Bisschen Schwung holen erstmal. Oh, das war schon mal eine erste gute Runde für Regen und erstmal zum Eingewöhnen. Eine fehlerfrei zumindest, das ist. Und nur 2 Zehntel hinter Russell. Das war wirklich aber eine gute Runde. Vielleicht noch auf den Körper kommen. Also ja, vielleicht noch eine Runde gleich anhängen. Das kann man im Regen immer mal machen.
Nein, Q1. Oh ja. Ah, okay, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was weggeworfen, glaube ich, ja. Das war bis dahin ganz gut, aber jetzt habe ich hier ein bisschen was weggeworfen, schade. Das waren ungefähr die 2 Zehntel bis dahin, aber in diesen letzten beiden Schikanen habe ich ein bisschen was liegen lassen noch. Aber gut, das war schon mal eine gute, wirklich eine gute Runde. 2 Zehntel nur langsamer, und das für eine Runde. Aber das Auto hat sich gut angefühlt aktuell, schon mal. Auf dem ersten, auf den, der ersten Runde. Und wieder sogar, Lila, okay. Was im ersten? Was sind das? Ist das schon wieder? 15 im ersten Sektor? Das, da ist da nur eine Kurve. Was? Und dafür bin ich 14 schneller im dritten Sektor. Alles klar. Gut, da ist noch ein bisschen mehr als nur eine Kurve. Da ist halt diese eine Kurve nach. Ja, diese eine Kurve ein bisschen gerade. Und dann noch die letzten beiden Kurven. Also 3 Kurven, um genauer zu sein. Und ein bisschen geradeaus halt mit Startziel und auch nach. Ja, vor der Boxengasse halt. Vor der Einfahrt, wo es gerne kracht. Oh, und ach, was da machen wir noch? Mhm. Okay, es kommt drauf an. Ist ja wohl deutlich vorne. Naja, gut, mit diesem dominanten, überlegenen Auto ist das auch zu erwarten, wahrscheinlich. Ja, nee, nicht hier. Ich will hier mal kurz gucken, wie sieht es trocken aus. Oha, oh ja, das werden wir nochmal rausfahren müssen mit Softs, glaube ich. Nur noch 2 Sekunden sind die langsamer. Na, jetzt, die werden jetzt besser. Ja, jetzt sind sie schneller. Das war, die Runden waren so wertlos. Die waren richtig wertlos. Okay. Würde ich sagen, fahre ich jetzt raus. Die sind jetzt deutlich schneller. Deutlich. Ich hoffe, das war nicht zu spät. Sonst wäre es ärgerlich. Dann bin ich raus auf letzter. Jetzt ist die schon trocken, oder? Ja, jetzt schon komplett trocken. Also ich hätte mir sparen können eigentlich diese Runde. Aber es war mal zum Einschießen schon mal so ein bisschen. Es war schon mal so ein bisschen zum Lernen, wie sich das Auto auf dieser Strecke anfühlt. Na, ich soll mal gegen Verstappen ein bisschen Platz lassen jetzt. Oh, gib doch. Oh, du. Verstappen, ne. Oh! Verstappen, wieso fährt er lang? Mein Teamkollege. Oh, Mann, Verstappen, Alter. Hat schon einen Kummer, ob ich langsam mache, damit du mich dann nicht unter Druck setzt. Oh, ich meine, ja, Berlin, dann wäre mir mein Teamkollege noch reingerauscht. Wenn ich da jetzt nicht ein bisschen von der Linie weg wäre. Oh! Das war ein bisschen zu krass. Tickte mir auch, ist gerade erster. Gut, im Red Bull muss man sagen, was ein schnelles Auto ist. Aber der, den kennt man da gar nicht auf 1. Also, aber ist das schon mal... Klar, deutlich besser jetzt, aber das war ein bisschen... Die ersten Kurven waren ein bisschen, naja, nicht so sauber. Aber gefühlt verliere ich nicht mal wirklich was gegen Russell. Also es sieht nicht mal so aus. Oder? Hab ich noch eine Runde vielleicht, weil das ist nicht so eine ganz gute Runde, muss ich sagen. Wäre schon ärgerlich rauszufliegen, aber ich bin mit diesem optimalen Auto eigentlich zufrieden. Also ich werde keine Runde mehr fahren, leider. Aber es wird Wasser aber ohne aufgehalten. Was mich wieder gut ranbringt, immerhin. Aber das reicht. Oder? Ah, Platz 5. Dafür, dass das keine optimale Runde war, ist das doch gut. Es war ein bisschen, ja, komisch Linien und ein bisschen, ja, war halt jetzt trocken. Vorhin war es nass, da muss ich mich vorher erstmal dran gewöhnen jetzt. Wow, sogar vor Russell, aber der wurde auch am Ende aufgehalten, muss man sagen. Wow, schön Farben sortiert, die ersten 8, also die ersten 4 Teams. Allerdings ein bisschen komisch uns da nur zu sehen, mit diesem dominanten Auto. Erwischt sie wen Überraschendes? Nö. Aber obwohl Bottas letzter, ja, okay, der ist mit Inters noch, was ist denn bei ihm schief gelaufen? Gefahren ist er bestimmt, da muss er irgendwie Fehler drin gehabt, wenn der mit Inters hier noch dran gelistet ist. Ja, Latifi gewohntes Bild, aber Stroll auch. Vettel sieht man Stroll, das ist vielleicht nochmal eine kleine Überraschung, muss man leider aus Vettels Sicht sagen. Und war wirklich nicht mal weit weg von Q2 diesmal. Das wäre auch seine erste Q2-Teilnahme in dieser Saison. Wenn ich mich da nicht irre. Aber hat es leider nicht geschafft. Joe Stark,
hat Latifi ja auf so einer kurzen Strecke zerstört, wie man es ja auch gewohnt ist, dass der von jedem seinem Teamkollegen zerstört wird. Magnussen ist raus, das kann auch eine Überraschung sein, allerdings. Verstappen nur 15 ist auch eine Riesenüberraschung. Nur eine Zehntel haben sie vor dem Rausfliegen. Ja, ihr wisst schon. Okay. So zu Q1. Jetzt wird es hoffentlich trocken bleiben, oder? Obwohl, hoffentlich, im Regen habe ich mich nicht ganz wohl gefühlt. Ja, im Trockenen vielleicht jetzt auch mal sehen. Am besten jetzt schon gleich rausfahren, bevor es doch wieder anfängt. Ja, ich war noch ein bisschen bewölkt, also man weiß nicht. Wenn der Regen nochmal, wenn die Wolken Bock haben und nochmal ihre Schleusen öffnen wollen, dann kann es so schnell nochmal nass werden, doch. Daher lieber ich nochmal schnell eine Runde setzen, bevor es zu spät ist. Aber hoffentlich wurde diesmal nicht safe, also etwas saubere Runde als noch vorhin. War nicht schlecht die Runde, aber sie war halt ein bisschen unsauber. Ein bisschen komische Linien halt. Ja, das war viel besser schon. Auch allein in dieser einen Kurve. Bin ich ein bisschen abgekürzt auch, das war jetzt viel besser. Dasselbe gilt für die Kurve. Oh ja, das war eine sehr gute Runde. Und was für eine. Vor Norris schon mal, vor Verstappen. Boah ja, das war doch mal schon eine gute Runde. Aber ich glaube, die Zeiten sind gar nicht mal so wertvoll. Weil ich glaube, ich muss gucken, ja, und Russell, der zeigt schon mal. Aber nicht mal 3 Zehntel ist der Abstand. Okay. Das ist doch okay, sage ich mal. Aber obwohl, ich muss sagen, es war schon eine sehr gute Runde. Russell, was ist mit Russell auf einmal los? Der ist ja fast schon unschlagbar. Aber ich bin lila im ersten Sektor jetzt plötzlich. 300stel aber nur, also 30.000stel. Im zweiten verliere ich noch etwas mit 2 Zehnteln. Und im letzten auch nicht viel. Also im zweiten Sektor vor allem. Ich bin sogar noch viel älter. Die Ferrari bekommt ihr, wenn man ja. Ja, gut, aber es reicht das schon? Oh, ich weiß ja nicht. Das sind halt nur auf so einer. Obwohl, das sind aber nur eine kurze Strecke, ne? Man kann ja mit gebrauchten Reifen immer rausfahren. Einfach um auf Nummer sicher auch wirklich zu gehen. Und da ist dann, ja, ich habe jetzt auch nur einen Frifel aktuell. Den will ich jetzt nicht unbedingt verplempern. Der ist sogar noch ein bisschen schneller als der jetzt hier. Dann nehme ich natürlich den von Q1 noch. Wenn der noch 8000stel schneller zu scheint als der, den ich jetzt hatte. Dann nehme mal lieber den schnelleren noch davon, von den gebrauchten. Ob es trotzdem für die beste Sache Zeit reicht, weiß man nicht. Ich glaube es eher nicht. Soll einfach nur ein bisschen so. Aber man kennt es ja, wenn man nicht mehr rausfährt, dann tun die Zeiten der KI simulieren und dann fliegt man raus, obwohl es gar nicht machbar war, dass man rausfliegen kann. Ich kenne das schon. Und darum fahre ich lieber einfach so raus, um dass die KI dann nicht so ein bisschen schummeln kann. Wenn es dann jetzt passiert, dann ist es halt so. Ja. Es war okay. Ungefähr gleich gut durchgekommen. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich ein bisschen Zeit verloren habe. Mit diesen gebrauchten Reifen scheint nicht mehr so viel zu gehen. Ah, nee, 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 auf keinen Fall, nee. Ich kann mal trotzdem ausprobieren, ob das vielleicht der Grund ist. Hier vielleicht. Ja, wo ich weiß es nicht. Ah, hier habe ich glaube verloren, ja. Hier kann ich verloren haben. Das kann vielleicht auch ein Grund sein, aber mit diesen gebrauchten Reifen geht einfach wirklich nicht mehr. Aber ich habe sogar noch eine Runde, wenn ich wollen würde. Ich habe wirklich noch was aufgeholt. Also man kann, ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Mit Platz 4 kann ich mich damit zufrieden geben. Eigentlich nicht. Ah, okay, das war's. Da bin ich jetzt viel zu weit raus. Ja, Verwarnung nehmen wir mit.
War nicht mal so viel langsamer. Ja, okay, nee. Aber ich kann noch ein bisschen fahren, ja, aber. Obwohl, ja komm, ich fahr doch mal die Runde zu Ende. Aber Verstappen ist mal hinter mir. Das bedeutet fast eigentlich, dass ich weiter sein sollte. Ich meine. Ah, hier habe ich noch was gefunden, oder? Boah, ist wirklich, ja, mit gebrauchten Reifen geht das nicht mehr so viel jetzt. Boah, ich bin ungefähr gleich auf. Jetzt verliere ich hier wieder was. Ja, sind die Reifen. Nee, ich bin weiter. Ich bin definitiv weiter. Ja, mit gebrauchten geht dann doch nicht mehr so viel. Also da wird das Gasly, das eins der schlechtesten Autos hat, muss man ihm schon wieder sagen, echt den Hut vorziehen. Der hätte fast in Q3 geschafft. Fast. Betonung auf fast. Und sein Teamkollegen hat er deutlich mit einer halben Sekunde zerstört. Auf so einer kurzen Runde. Und tickt dem, ja. Fast hat man tickt dem wie üblich zerstört. Aber wie zerstört? Eine Sekunde! Ey, Red Bull, wieso habt ihr den denn genommen? Ey, ich habe mir, Perez hat ja den Rücktritt verkündet. Wieso nimmt ihr denn gerade den? Anstatt man Erfahrenen, die nehmen einfach einen Formel-2-Fahrer. Ey, wie dumm sind die denn? Ey, also ob der noch nach Österreich, nach der Vertragsverhandlung hier noch fahren wird, also ich glaube, ja, also wenn die dann den noch weiternehmen, also da verstehe ich echt nichts mehr. Ey, der hat, Verstappen hat 118 Punkte. Tickt dem 21. 21, der hat fast 100 Punkte weniger als Verstappen. In Österreich könnte es soweit sein, dass er wenig. Und Verstappen hat noch drei Ausfälle hintereinander. Drei Ausfälle hintereinander. Tickt dem hat, keine Ahnung, einen vielleicht oder gar keinen sogar. Also, nee. Ja, also so dumm ist Red Bull im Real Life niemals. Also, ja, nee. Verstehe ich nicht, echt nicht. Mein Mercedes hat ohne Lando Norris genommen, als ich Russell ihnen weggenommen habe. Ja, sowas tut man. Einen Weltmeister vielleicht sogar von letzter Saison. Aber nicht hier so einen random Formel 2-Fahrer. Der hätte erstmal bei Alfa Tauro unterkommen sollen, dann hätte ich dir Gasly genommen oder Tsunoda. Also wenn, dann Gasly. Ja, also aber nicht, doch nicht hier so einen Formel 2-Fahrer gleich. Ja, das würde der Helmut Marko, Christian Horner in echt niemals tun. Die würden die Formel 2-Fahrer erstmal bei ihrem Schwesterteam unterbringen und dann lieber einen Erfahrenen nehmen. Also Gasly in dem Fall. Oder Tsunoda. Ja, wohl Tsunoda ist der auch so eine gute Wahl, ich weiß es nicht. Ja, eigentlich nicht. Ich meine, auch Gasly hat ja sein Teamklippen hier jetzt gerade eine halbe Sekunde aufgedrückt. Und das auf einer kurzen Runde, nicht mal einer langen. Und hat fast in Q3 geschafft mit diesem Kackauto. Weshalb der Gasly auch immer so ein heißer Kandidat für unser Team ist. Weil der liefert halt ab. In der letzten Saison ist er sogar zweimal Weltmeister bei unserem Team geworden. Oder einmal. Ich weiß es nicht. Aber wer war es halt? Ist echt. Oh, ich bin ja zu gierig. Ich gebe immer viel zu viel Gas. Also viel zu früh Gas. Bevor ich überhaupt um die Kurve schon rum bin. Die Runde, die kann man jetzt eigentlich schon vergessen, oder? Ja, man weiß es nicht. Trotzdem natürlich eine Runde schon mal setzen. 1,56 von Hamilton ist aber langsam. Wir klären mit einer 1,50. Auf dem Grund, dass ich eine 1,56 auf jeden Fall schlagen kann. Vielleicht sogar eine 1,50. Mal sehen, wenn ich jetzt nicht noch einen riesen Fehler einbaue. Was ich, so wie es aussieht, nicht unbedingt tue. Das soll ich aber zeigen. Eine 1,43, also ich glaube, die werde ich noch nicht knacken, oder? Also wenn doch, wäre es ein Wunder mit diesem ersten Sektor. Obwohl, ob wie ich diese 1,43 schaffe und nur, in Anführungszeichen, nur... Was darf denn wahr sein? Der Russell, der ist aber echt, ne? Klar, das Auto gibt das her, aber ich habe wirklich ein Teamglück, da muss ich mich anstrengen. Ich habe jetzt immer ein paar Rennen schon gewonnen, ja. Wo auch Russell nicht Pech hatte, auch in Kanada zum Beispiel hat er nicht wirklich Pech gehabt. Also da hat er dann ein Problem gehabt, aber ich war sowieso ein bisschen schneller als er das ganze Wochenende. Aber, ja, der macht mir jetzt nicht leicht gerade. In Silverstone bin ich nicht hinterhergekommen und hier scheint er auch schon wieder fast die Oberhand zu haben. Aber, what? Aber der erste Sektor war lila, obwohl ich da gedacht habe, ich wäre da nicht gut durchgekommen. Mittelsektor, was macht denn im Mittelsektor falsch? 4/10 drückt, das sind die 4/10, würde ich sagen. Das sind wirklich die 4/10. Ungefähr. Im ersten und dritten sind wir ungefähr gleich auf. Das ist im Mittelsektor wirklich die 4/10, die ich jetzt hinter ihm bin. Ricardo, wo kommt der noch einmal her?
Wird doch ein Sprint. Ah, ich muss aber erst die beiden kann ich auf jeden Fall kriegen. Also das ist nur eine halbe Zehntel, was uns drei da trennt. Und Hamilton hat irgendeinen Fehler gehabt. Das war schon klar, dass der eine Kackrunde hatte. Puh, also da muss ich mich anstrengen. Also ich würde am besten schon zwei Runden fahren wollen. In dem Fall fahre ich jetzt von raus, im besten Fall. So. Mit frischen Sätzen. Ja, ich will schon lieber zwei Runden jetzt. Also ich traue mich nicht unbedingt auf eine Runde, es jetzt ankommen zu lassen. Weil es wäre so schön, Russell doch mal ein kleines Ausrufezeichen jetzt hier im Qualifying zumindest zu setzen. Als andere wäre es schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Ich habe auf jeden Fall zwei Runden. Wenn nicht aber drei Runden, aber vielleicht mal nur zwei, ich weiß nicht. Oder es reicht nur eine, wenn jetzt die schon passt. Auf Anhieb. Jetzt fahren die aber alle raus. Oh, nee. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, aber das hat wirklich ein bisschen besser gemacht jetzt, tatsächlich. Das hat doch Zeit gekostet, aber trotzdem war es irgendwie gut genug für Blila. Ja, es hat noch ein bisschen Windfahren sogar vielleicht. Oh ja, das war gut, das war gut. Besser auf jeden Fall. Das Perfekte weiß ich nicht. Also für Russell wird es nicht reifen, der hat wirklich einfach eine Traumrunde hingelegt. Oh, bei draußen sogar hier nochmal. Boah, ich bin aber jetzt so voll am Limit gewesen. Oh, das macht sogar drei Zehntel aus jetzt, ja? Jetzt bring mich nach an Russell, bis auf eine Zehntel. Fürs erste schon mal. Boah, der erste Sektor, der war jetzt richtig gut. Ah nein, weit raus. Ja, und da habe ich fliegen lassen jetzt wieder. Ah, Mist. Ja, der erste Sektor war so traurig, der war perfekt, der erste Sektor. Eine Zehntel nochmal gefunden, wow. Ja, aber hier habe ich zwar, ja, und das Uhr. Ich hätte noch, habe ich noch eine Runde, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mal. Schade. Ja, wenn da bei Platz 2 es bleibt, dann bin ich mehr als zufrieden. Aber es wäre jetzt doch mehr drin gewesen, wenn ich jetzt hier wegen dem ersten Sektor, den ich jetzt perfekt hinbekommen habe. Ja, das ärgert mich dann jetzt doch ein bisschen. Das wurmt mich doch. Am Ende. Ist das sogar doch die Pole, aber der verbessert sich nochmal deutlicher. Es ist wieder der Abstand, den ich vorhin auch hatte, nur. Das hatten wir mal hinter mir schon mal. Und ich war, glaube ich, am Ende Platz 3, oder? Ich glaube, wahrscheinlich Ricardo hat mich da noch geschlagen. Ha, Mann, das ist echt schwer, irgendwas. Es muss perfekt sein und das waren vor allem die letzten jetzt nicht ganz. Sainz war es, okay. Es war nicht perfekt. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Ja, es war nicht perfekt. Die eine Runde war perfekt, aber sie war halt nicht gut genug und ja, die letzte. Die war der erste, die war top. Also da haben wir eine Zehntel gefunden, die hätte nicht gereicht, um vor Sainz schon zu landen, aber ich denke schon, dass ich mich dann noch hätte steigern können, noch woanders auch. Ach, Sainz wäre drin gewesen, mindestens. Aber gut, ob zweiter oder dritter, ist auch egal. Aber was der hier rausholt, echt, das Auto muss das können, klar. Ich zeige gleich mal die Performance jetzt noch, aber ja, trotzdem, dass es das immer so abrufen kann auch. Oh, und ausgerechnet Sainz und mein Rival natürlich. Ich zeig's direkt mal. Ich könnte jetzt gleich den Sprint ranhängen jetzt an das Video, aber mache ich es nicht. Ich will nur mal kurz zeigen. Ich meine, ich mache Sprint immer jetzt alleine. Weil es ein bisschen, ja, vielleicht sortiert aussieht. Obwohl, na, sortiert eigentlich nicht, aber ja, ihr wisst schon. Ja, so sieht die Performance aus. Das Auto kann das, ja, aber man muss halt was mal hinbekommen und das habe ich halt nicht ganz auf die Beine gebracht. Aber gut, das war's jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Sprint wieder und bis zum nächsten Mal und ciao.